Ja, einen wunderschönen guten Abend. Was Fatima und auch der Film uns zu sagen haben, darüber wollen wir in der nächsten Stunde, halben Stunde diskutieren. Und so begrüße ich Sie herzlich zu unserer Diskussionsrunde mit dem Regisseur und Produzenten, den wir schon am Anfang gehört haben, Andrzej Garrigou. Herzlich willkommen. Dann auf meiner linken Seite Dr. Markus Hoffmann, seit Anfang Mai Generalvikar des Erzbistums Köln und Vorsitzender des Deutschen Lourdesvereins Köln. Der Florian Ripka, der ja eigentlich angekündigt war, ist in München stecken geblieben. Die Verquickung von Lufthansa und Eurowings und Air Berlin haben es, glaube ich, so manchen Passagier in den letzten Monaten zur Verzweiflung getrieben. Ganz herzlich willkommen, dass Sie eingesprungen sind. Dr. Anselm Blumenberg, Theologe und für die Medienarbeit mit zuständig bei Kirche in Not Deutschland. Bei Kirche Not, das haben wir schon gehört, hat die Synchronisierung finanziert und die Stiftung wird von Kirche in Not mitverwaltet. Wir werden nachher noch kurz darauf zu sprechen kommen, warum es diese Verquickung gibt, Stiftung, Werenfried van Straten und eben Kirche in Not Deutschland. Was mich besonders berührt hat, ist, dass es von der Gottesmutter in der Bibel kaum Worte gibt. Eigentlich ist das Schweigen der Mutter Gottes in der Bibel sprichwörtlich. Sie ist eine Gestalt der Stille und bewahrte alles, was geschehen war, in ihrem Herzen. Und sie verkörpert also die Gelassenheit eines Menschen, der ganz in Gott ruht und lebt. Und das Faszinierende ist, dass durch die Marienerscheinungen in den vergangenen 2000 Jahren, so auch Fatima, dieses Schweigen doch immer wieder aufgehoben wird. Und, wie wir gesehen haben, gerade auch in für die Menschheit brenzlichen Situationen. Dr. Hoffmann, was ist Ihr persönlicher Bezug zu Fatima und hat die Botschaft von Fatima auch etwas zu sagen für die Neuevangelisierung der Welt? Ich selbst bin 1977 das erste Mal in Fatima gewesen, da war ich 9 Jahre alt und bin seitdem viele Jahre hindurch fast jedes Jahr da gewesen, auch dieses Jahr wieder. Und kann sagen, dass Fatima für mich in vieler Hinsicht bedeutsam gewesen ist für meine Berufungsgeschichte zum Priestertum. Ich habe beeindruckende Priester kennengelernt auf den Wegen dorthin und auch vor Ort. Ich kann sehr gut beten in Fatima. Fatima ist ein Ort, wo ich mich geistlich zu Hause fühle, wo, wenn ich da bin, ich keine Zeit brauche, um mich wieder einzugewöhnen. Ich merke, ich bin hier zu Hause. Da, wo die Gottesmutter ist, da darf man sich zu Hause wissen. Und die, ja. Und die Neuevangelisierung, ich glaube, dass in Fatima viele Elemente zusammenkommen, von der Botschaft der Gottesmutter her, von dem Leben vor Ort, die für die Neuevangelisierung entscheidend sind. Da ist echte Bekehrung notwendig. Neuevangelisierung gibt es nicht irgendwie automatisch, so en passant. Es braucht ein Umkehren, ein Umdenken, ein anderes Leben. Und dazu ruft ja die Gottesmutter in Fatima auf. Und die zahlreichen Beichten, wir haben es im Film gehört, sind ein Beleg dafür, dass dieser Aufruf auch angenommen wird. Ich durfte als Priester viele Stunden dort im Beistuhl sitzen und habe wirklich echte Bekehrungen erfahren. Ich kann keine Einzelheiten hier ausbreiten, das ist klar. Aber wenn man Zeuge sein darf, wie Menschen nach 20, 30 oder mehr Jahren sagen, ich bin jetzt hier, ich hatte gar nicht vor zu beichten, aber ich bin jetzt hier und will das tun und erkenne, ich muss mein Leben ändern. Und ich spüre, ich bekomme hier die Kraft, das mir wirklich ernsthaft vorzunehmen. Oder wenn Sie sagen, ich komme jetzt zum Dank, weil ich letztes Jahr, vorletztes Jahr hier war und diese Kraft der Umkehr empfangen habe, dann ist das sehr bewegend. Wenn man dann als Priester mitwirken darf, ist das wirklich ein großes Geschenk. Und also Bekehrung, dann die Eucharistie, es gibt die ewige Anbetung in Fatima, die die Schwestern durchtragen, die tagsüber von vielen Pilgern aufgegriffen wird, die eucharistischen Prozessionen, die Marienverehrung, die Treue zum Papst, das sind alles Elemente, von denen ich persönlich überzeugt bin, wenn Neuevangelisierung, dann nicht ohne diese Elemente, und die kommen in Fatima zusammen. Aber dann stellt sich natürlich die Frage, warum macht man einen solchen Film? Wir wissen alle, dass gerade diese
diese Geschichten, Beichte, Buße, das ist alles nicht mehr so richtig aktuell. Das ist was für die ältere Generation, aber doch bitte nicht für die Jugend. Deswegen die Frage, warum macht man einen solchen Film? Will man Profit oder was ist die Botschaft? Well, I produce a film like that because nobody else has dared to do something like that. Well, ich habe diesen Film produziert, weil niemand anderes so etwas getan hat. Well, it's a bit of a joke. It's a bit of a joke. There have been many, many films on Fatima, but I think that some of them try to censor what. To do censorship on Our Lady. They don't like some parts of the message. Es gab sehr viele Filme über Fatima, aber ich glaube, einige zeigen oder blenden einen Teil der Botschaft aus. For instance, when we were preparing a co-production with another film, the advisor, the ecclesiastical advisor, said that we should not show the hell, because that was old language, and that was no longer, things like that. Als wir mit einem anderen Produzenten zusammenarbeiten wollten, hat der kirchliche Berater gesagt, wir sollen lieber nicht die Hölle zeigen, denn das wäre eine alte Sprache und nicht aktuell. Yes, and finally, there is the idea that sin brings war. That very few people say it, but Our Lady said it. And something even worse, even worse. Und dann gibt es dort die Idee, dass die Sünde Krieg bringt und noch einiges Schlimmeres. Well, for instance, Our Lady said to Jacinta, that the sins that more people bring to hell are the sins of the flesh. And this is a scandal. Some priests, some people, even in Fatima, don't believe that. Die Mutter Gottes hat dort zu Jacinta gesagt, dass die meisten Menschen zur Hölle kommen durch die Sünden des Fleisches. Und viele Menschen auch in Fatima glauben das nicht. Well, in fact, we see that the devil is using all the errors of Russia, because the errors of Russia is not only communism, it's the dissolution of the family, as the film says, abortion and divorce and also other things. Wir sehen, der Teufel nutzt dort die ganzen Fehler von Russland und das ist nicht nur der Kommunismus, sondern eben auch die Auflösung der Familie, die Gender-Ideologie und so weiter. Da dann eigentlich zwei Fragen. Also die Sünden des Fleisches, das hat mich vielleicht so ein bisschen auch, weil es die Frauen eher betrifft, dann schon gewundert, wie sähe eine Kleiderordnung nach der Mutter Gottes aus? Ich glaube, das ist für die, nach diesem heißen Sommer, den wir hier hatten, glaube ich, auch gerade für die Jugendlichen dann von Interesse. Und das Zweite, wie kommt... Yes, Our Lady said also that there will be fashions that will offend very much my Immaculate Heart and the heart of Jesus. And that's what the niece of Lucia says. Well, in fact, that's happening. Die Mutter Gottes sagt, dass ihr unbeflecktes Herz und das Herz ihres Sohnes besonders durch gewisse Moden Schmerz zugefügt wird. Und das ist das, was die Nichte von Lucia dort in dem Film gesagt hat. Und wie genau sähe dann die Mode aus, die der Mutter Gottes gefällt? Well, I suppose that I'm not authorized to say it. I have no feedback from Mary on that. Ich fühle mich nicht autorisiert, darauf zu antworten, und ich habe da von der Mutter Gottes keine Botschaft bekommen. Dann aber eine letzte Frage zu dem Komplex. Wie kommt man auf eine solche Aneinanderreihung von Zufällen, in Anführungsstrichen, wie kommt man auf die Idee, diese Daten alle zu vergleichen?
Stichwort 8. Dezember. Well, I must say that I've been a journalist for many years and I've been covering NATO events. So everything you see here about atom bombs and atom tests and the danger of a new war, for me was a matter of business, journalistic business. Ich habe lange als Journalist gearbeitet und über wichtige Ereignisse der NATO berichtet und diese ganzen Dinge mit den Atombomben und so weiter, das gehörte zu den Dingen, mit denen ich mich beruflich beschäftigt habe. I had interviewed generals like General Haig and others who believed that the Russians could win a quick war in the 80s and that the inferiority of the troops in the West was so great that Russia could have done this invasion as it is shown in the film. And there was a lot of fear. Ich habe General Hay interviewt und er war überzeugt, dass die Russen in einem schnellen Krieg gewinnen könnten, weil die westlichen Mächte sehr stark unterlegen waren und da gab es eine große Angst. Ganz herzlichen Dank dafür erstmal. Jetzt würde mich dann noch interessieren, Dr. Blumberg, warum hat denn die Stiftung von Werenfried van Straten die Übersetzung, die Synchronisierung dieses Films übernommen? Was war die Motivation dahinter? Die Pater Werenfried, hört man mich? Hört man? Das Grün leuchtet, aber geht trotzdem nicht. Die Pater Werenfried van Straten Stiftung, muss man nochmal unterscheiden von Kirche in Not Ostdeutschland e.V. Das ist eine eigene Stiftung, aber in Personalunion mit Kirche in Not Deutschland geführt. Sowohl die Pater Werenfried van Straten Stiftung als auch Kirche in Not Deutschland haben dieselben Ziele. Und eines der wichtigsten Ziele ist eben, die Evangelisation zu fördern, auf der ganzen Welt, aber eben auch in Deutschland. Denn die Kirche in Deutschland ist zwar wohlhabend, ist aber dennoch sehr in Not, wie wir finden. Und Frau Fembert, Karin Maria Fembert, unsere damalige Geschäftsführerin, hat keine Sekunde überlegt. Denn wir hatten vorher schon Mary's Land gefördert. Wir haben es bekannt gemacht in Deutschland, vom selben Verein zur Förderung des internationalen christlichen Films vertrieben. Und als wir vom neuen Projekt hörten, hat Frau Fembert sofort gesagt, das machen wir. Wir wollen, dass die Botschaft von Fatima in Deutschland viel bekannter wird. Es war ja auch letztes Jahr das große Jubiläumsjahr. Und deswegen, weil eben, wie schon Monsignore Dr. Hofmann gesagt hat, weil die Botschaft von Fatima eben eine Botschaft der Neuevangelisierung ist und eine Botschaft ist, die im Herzen des Evangeliums ist, deswegen haben wir sofort dieses Projekt unterstützt. Genau, kräftiger Applaus. Ich denke, das ist auf jeden Fall mal verdient. Was wir sehr stark auch gesehen haben im Film, ist natürlich die Situation der verfolgten Christen. Millionen weltweit. Wir haben erschreckende Bilder, wir sehen sie sowieso ständig und vielleicht so, dass es fast schon Abnutzungserscheinungen gibt, aber der Heilige Vater erinnert uns auch immer wieder an die Not der Christen. Irak, Syrien, Nordkorea, Pakistan, Myanmar, die Liste ist fast endlos. Wie kann die Botschaft von Fatima den verfolgten Christen helfen, Dr. Hofmann? Sie hat ihnen ja schon etwa in den Ländern der Sowjetunion geholfen. Wir haben ja das ja eindrucksvoll erlebt und ich weiß noch von einem Titel aus den 70er, 80er Jahren, Millionen in Russland beten. Und es war gerade das Gebet auch dort, was den bedrängten Christen, wie sie heute bezeugen können, die Kraft gegeben hat, durchzuhalten und eben nicht aufzugeben. Ich kenne eine Geschichte von dem aus Dresden stammenden Bischof von Saratow. Saratow ist eine Diözese 1000 Kilometer südlich von Moskau. Clemens Pickel, er erzählt, als er junger Priester war, nach der Wende nach Russland gegangen, als das möglich war, auf der Suche nach Katholiken. Und er kommt an einen Ort in Sibirien, ganz abgelegen. Da sind sogar noch Menschen, die deutsche Dialekte sprechen, weil sie einmal aus Deutschland dorthin gekommen waren. Und er findet am Ende eine Frau, die sagt, ich bin
so froh, dass sie kommen. Die Frau war im Sterben. Und sie sagte, das ist heute, weil Sie als Priester kommen, meine zweite Kommunion. Die erste Kommunion habe ich empfangen, 1946. Ein Priester, verfolgt auf der Flucht, kurz nachdem er bei mir war, mir die Erstkommunion gegeben, gereicht hatte, ist er ins Lager gekommen und gestorben. Ich habe jeden Tag gebetet, Herr, lass mich noch einmal im Leben kommunizieren. Und jetzt kommen Sie, 1991, und sie wusste, dass sie sterben würde und ist ihm dankbar, dass sie ein zweites Mal im Leben kommunizieren kann. Ja, wenn man sich das vorstellt, wie einfach es für uns ist, ja, kein Problem, mal eben in eine heilige Messe zu gehen. Und dort haben die Menschen gebetet. Und sie wussten, sie haben dann auch gehört von Fatima. Und das hat ihnen Kraft gegeben, auch zu wissen, dass wir in den anderen Ländern auch beten. Diese Solidarität des Gebetes ist eine ganz starke Kraft. Und ich frage mich manchmal, wie kann es sein, dass in Nordkorea 20.000 Christen in Umerziehungslagern leben? Die könnten sich ja da befreien, wenn sie sagen würden, ich folge der Ideologie, die dort herrscht. Sie halten aus. Das kann meines Erachtens nur durch die Kraft des Glaubens und des Gebetes gelingen. Und wir haben eine große Verantwortung, weil bei uns es nicht gefährlich ist, den Glauben zu praktizieren, dass wir im Gebet an diese Menschen denken, dass wir da, wo wir können, auch auf ihre Situation aufmerksam machen, dass sie eben nicht vergessen, nicht verschwiegen sind. Und ich glaube, dass Fatima uns da einen ganz großen Impuls gibt. Ganz herzlichen Dank, Dr. Hoffmann. Und als Laie möchte ich anfügen, dass wir dann vielleicht selber auch einfach überlegen, wenn wir kommunizieren, dass wir das vielleicht doch auch wieder mit etwas mehr Ehrfurcht machen und einfach daran denken, als ob es die erste, die letzte und die einzigste wäre, was dabei helfen kann, auch ehrfürchtiger mit der Heiligen Kommunion wieder umzugehen. Vielen Dank dafür. Herr Garrigo, Sie möchte ich gerne fragen, weil ich glaube, dass Sie die sehen. Welche Verbindung sehen Sie zwischen Fatima und Deutschland? I think you have seen connections. Well, by the way, the German, Erich Fink, the priest in the Urals, is a German priest. I think it isn't shown. Well, he's doing a great job there. But the first one historically is the stopping of the invasion of Germany by the Red Army in 1920, because of the miracle of the Vistula. Also man kann verschiedene Verbindungen sehen. Eine erste Sache, die ich erwähnen möchte, ist schon, dass wir Erich Maria Fink dort gesehen haben, der ein Priester in Russland ist und der eben ein Deutscher ist. Und dann eine erste Hauptverbindung ist das Aufhalten der Invasion durch die Rote Armee. Well, this was foreseen by Lenin and Trotsky to support a rebellion, a communist revolution in Germany. Well, that is one. But of course, all the Fatima is speaking about the two world wars. And of course, Germany was one of the main protagonists of these wars. And of course, this is an evident, obvious connection. But Lenin wollte natürlich die kommunistische Revolution auch in Deutschland in Gang bringen. Und an einem zweiten Punkt sehen wir das Geheimnis von Fatima eben ausspricht, nämlich die zwei Weltkriege. Und das ist natürlich eine sehr klare Verbindung zwischen Fatima und Deutschland. Well, we also have personal connections. Of course, Cardinal Ratzinger, then Pope Benedict XVI, was the man who better understood Fatima and who did, I think did a lot after with Paul Jean-Paul II, who, by the way, did not know much about Fatima before the attack on him. Dann haben wir den ehemaligen früheren Kardinal Ratzinger, den emeritierten Papst Benedikt XVI., der ein Mann war, der Fatima verstanden hat.
Und natürlich in diesem Zusammenhang auch Johannes Paul II., der angefangen hat, sich für Fatima zu interessieren und es wirklich zu verstehen nach seinem Attentat. But to the justice to Jean Paul II is the one who avoided the Third World War by consecrating the world and Russia to Our Lady. But of course there is some debate on whether he did exactly or not. But as you hear Navarro Valls, he asked Lucia if it was done correctly, and she said yes, the consecration was done correctly, and the effect was the transformation of Russia, which is halfway, is not yet full converted, by the way. Und dann war natürlich Johannes Paul II. Derjenige, der Russland und die ganze Welt der Mutter Gottes geweiht hat. Und wie wir gesehen haben, gab es natürlich dann eine Debatte darüber, ob die Weihe gültig war und so geschehen ist, wie die Mutter Gottes es gewollt hat oder nicht. Aber Lucia hat gesagt, dass es so war. Und die Umkehr Russlands ist natürlich noch im Gange. Sie ist noch nicht abgeschlossen. Well. Okay, thank you. Thank you very much. Vielen Dank. Da sind wir dann aber auch gleich bei der Bedeutung des Rosenkranzes. Es soll ja einen Papst gegeben haben, der gesagt hat, der schlechteste Rosenkranz ist der, den man gar nicht betet. Welche Empfehlungen geben Sie uns zum Rosenkranzgebet? Also gerade auch für die, ich sag mal so, noch nicht die Übung darin haben, wobei ich jetzt fast unterstellen würde, dass die meisten hier schon kräftig dabei sind. Aber ich sag mal für Anfänger, wie kommt man an das Rosenkranzgebet ran? Es ist so ähnlich wie beim Schwimmen. Man muss irgendwann ins Wasser und es tun. Und Rosenkranz beten lernt man durch Rosenkranz beten. Ich habe das aber mal eindrucksvoll versucht und mit ein bisschen Zittern und Zagen vielleicht zunächst. Das war beim Weltjugendtag in Toronto. Ich hatte da eine Gruppe junger Leute und in unseren Rucksäcken, die wir da geschenkt bekommen hatten, war so allerlei drin und auch ein Rosenkranz. Und ich sah dann bei einigen unserer Gruppe so etwas fragende Augen, was das haben wir schon mal gesehen, aber wie geht das? Ich sagte, pass mal auf, wir haben heute Nachmittag Zeit, wer Lust hat, kommt mal und wir setzen uns hier auf die Wiese und wenn ihr wollt, kann ich euch ein bisschen erklären, wie das geht. Und ich wusste natürlich nicht, wie das ankommt. Kommt überhaupt jemand? Wie wird das sein? Ich habe dann gesagt, wir fangen mal ganz langsam an. Ich erkläre euch mal kurz den Aufbau. Dann beten wir mal ein Gesetz, 5 Minuten. Das ist zum Aushalten. Und wer dann gehen will, der geht. Kurzum, ich habe es dann erklärt. Und am Ende haben wir ganz locker den ganzen Rosenkranz gebetet. Und dann kann man sagen, naja, die waren anständig. Die haben dich jetzt nicht irgendwie auflaufen lassen. Und dann sind wir aber von Ottawa nach Toronto gefahren mit dem Bus und hatten da ein paar Stunden Zeit. Und dann habe ich gesagt, und, wie sieht's aus? Sollen wir mal? Ja, klar. Und dann haben wir da gemeinsam Rosenkranz gebetet. Und das war keine Pseudodemokratie, das war wirklich mitgetragen. Wenn man das erklären will, ich sage es mal, ist so ähnlich wie Fahrradfahren. Ja, solange ich beim Fahrradfahren auf die Pedale achte, aufs Lenken achte, aufs Gleichgewicht achte, bin ich dabei, es zu lernen, aber kann doch nicht sagen, ich kann es gut. Erst wenn ich so routiniert Fahrrad fahre, dass ich die schöne Landschaft betrachten kann, dass ich mich vielleicht sogar unterhalten kann mit jemandem, der mit mir fährt, dann kann ich Fahrrad fahren. Und bis dahin brauche ich halt ein bisschen Übung und da muss man ein bisschen da durch. Wenn man das aber tut, dann kann man sehen, wie schön das ist, weil das Rosenkranzbeten ja betrachtendes Gebet sein soll. Also ich soll mit den Augen Mariens, wie Johannes Paul II. Sagt, auf Jesus und sein Leben schauen. So wie in einem Film. Und die Gebete, die ich spreche, sind sozusagen wie das Treten der Pedale, dass ich vorwärts komme und auch das Gleichgewicht halten kann. Und wenn ich so weit bin mit ein bisschen Übung, ich kann mir auch natürlich Bilder dazu nehmen als Anregung, ich kann kurze Teile der Heiligen Schrift lesen, denn das Rosenkranzgebet ist ja sehr biblisch. Ja? Das Vaterunser ist total biblisch. Der größte Teil des Ave Maria sind einfach Worte aus der Heiligen Schrift. Die Geheimnisse des Lebens Jesu sind Ereignisse aus der Bibel. Das Glaubensbekenntnis am Anfang fasst die Heilsgeschichte zusammen. Es ist ein total biblisches Gebet. Es ist sehr einfach. Ich muss nicht besonders viel lernen. Ich kann es überall beten, zu Hause, in der Kirche, aber auch im Auto, auf dem Fahrrad, bei Wanderungen, überall, wo ich bin. Es ist ein sehr kraftvolles Gebet, wie wir hier im Film natürlich eindrucksvoll gesehen haben. Es verbindet auch Konfessionen miteinander. Ja. Und vielleicht noch ganz kurz zum Abschluss, Schwester Lucia war ja Karmelitin und in ihrem Kloster
hatte sie eine einfache Zelle, wo nur stand ein Bett, ein Stuhl, ein ganz kleiner Schreibtisch und ein Kreuz an der Wand, sonst nichts. Aber nach dem Fall der Mauer schenkte ihr ein aus Italien stammender sogenannter Gastarbeiter einen Rosenkranz, einen großen Rosenkranz aus Teilen der Berliner Mauer gefertigt. Und den hat sie aufgehängt. Das ist noch ein Bezug zu Deutschland. Also Schwester Lucia hatte einige Jahre in ihrer Zelle einen Rosenkranz an der Wand mit Teilen aus der Berliner Mauer. Und wenn ich weiß, wie kraftvoll dieses Gebet ist, dann lohnt es sich vielleicht, die Mühe auf sich zu nehmen, es zu lernen. Vielen Dank. Das war fast schon eine Katechese über das Rosenkranzgebet, aber hervorragend. Jetzt die Frage an Sie, Dr. Blumenberg. Gibt es auch eine besondere Verknüpfung Rosenkranz, also Fatima, Geschichte, Zweiter Weltkrieg und Werenfried van Straten? Also es gibt eine ganz enge Verknüpfung zwischen Pater Werenfried van Straten und Fatima, denn er hat selbst das Werk Kirche in Not in Fatima, dem unbefleckten Herzen Mariens, geweiht. Und er hat geradezu die Gründung des Werkes Kirche in Not 1947 als eine Antwort gesehen der Verfolgungen, der Christenverfolgungen durch das kommunistische Regime. Und Maria hat ja in Fatima davor gewarnt, wenn man nicht auf ihre Stimme hört, dann wird Russland seine Irrtümer verbreiten auf der ganzen Welt. Und als Kirche in Not noch nicht Kirche in Not hieß, sondern Ostpriesterhilfe, hat es 1951 einen Kongress abgehalten in den Niederlanden und dieser Kongress hieß Kirche in Not. Und wer war da eingeladen? Da waren Bischöfe aus den sozialistischen Diktaturen im Osten eingeladen. Und Pater Werenfried hat mit denen überlegt, ja, wie können wir denn die Kirche in den kommunistischen Ländern unterstützen, bis China? Und das hat Pater Werenfried gemacht. In den 50er Jahren war das das Hauptbetätigungsfeld von Kirche in Not. Bibeln wurden hinter den eisernen Vorhang geschmuggelt, Glaubensliteratur. Und natürlich hat man überlegt, wie man die Priester, die im Untergrund gelebt haben, am Leben erhalten kann. Also er hat das Werk mehrfach dem unbefleckten Herzen Mariens geweiht. Und unter der Führung von Frau Fembert haben wir letztes Jahr auch eine große Wallfahrt gemacht zum 100-jährigen Jubiläum nach Fatima. Und dort haben wir auch wieder das Werk Kirche in Not dem unbefleckten Herzen Mariens geweiht. Deswegen wahrscheinlich auch der große Erfolg, vor allem auch der deutschen Sektion in den vergangenen Jahren, oder? Also ich meine, wenn man so verbunden ist mit der Mutter Gottes, dann muss das funktionieren. Ganz genau. Das ist eine positive Botschaft, aber Fatima hat ja noch eine andere Botschaft. Wir haben das im Film gehört, die Hauptdarstellerin Monika sagt das so schön, also Sühne, Opfer, Buße für Kinder, das ist zu viel. Die Hirtenkinder geben also genau diese Botschaft mit, auch der Sühnebereitschaft. Das und wie unsere Gesellschaft damit so überhaupt nicht klarkommt, habe ich selber letztes Jahr in Fatima erfahren müssen. Also ich bin halt auch diesen Weg auf den Knien gerutscht und wurde, muss ich fast schon sagen, ich wurde torpedoartig von drei kleinen Kindern, ungefähr im Alter der Seherkinder, überholt. Aber das war so witzig, die rauschten an mir vorbei und ich kam überhaupt nicht hinterher. Und die waren dann schon wirklich 50 Meter, 100 Meter vor mir, als drei, ich sag mal, mittelalte Frauen auf die Kinder zuliefen und irgendwie mit denen diskutierten. Und ich habe überhaupt nicht kapiert, was ist denn da los? Und dann merkte ich schon, die Kinder sind total verunsichert. Ich bin natürlich weitergerutscht und habe versucht, meinen Rosenkranz zu beten, war aber von dieser ganzen Situation total irritiert. Und dann habe ich gemerkt, die Kinder stehen auf. Also der Junge stand auf, zog seine beiden kleinen Schwestern an den Händen hoch und stand da völlig verloren und wusste so gar nicht mehr, was er jetzt tun sollte. Und dann habe ich ihn so, also Portugiesisch ist jetzt nicht meine Sprache, habe ich ihn so an mich rangewunken und Deo gratias, er sprach Französisch. Und dann habe ich ihn gefragt, was wollten die Frauen denn von mir? Da waren die schon zu mir gekommen und haben gesagt, das ist ja furchtbar mit den Kindern. Sind Sie die Mutter? Passen Sie doch mal auf Ihre Kinder auf. Und ich so, nee, sind nicht meine. Und dann habe ich den Jungen gefragt, ich sage, warum macht ihr das denn? Und dann sagt er allen Ernstes zu mir, na aus Sühne, Opfer, Jesus hat doch viel mehr gelitten als das hier.
Da habe ich ihn nur angeguckt, ich war total bass erstaunt und habe dann gesagt, komm, wenn ihr wollt, dann rutsche ich halt mit euch weiter auf Knien. Habe dann gesehen, beide kleinen Kinder, die Mädchen, hatten schon die Knie aufgeschürft. Und ich hatte eine lange Hosen an, die hatten Röcke an, habe dann meine Knieschoner abgegeben. Ich war aber einfach total berührt von diesen Kindern, die wirklich Sühne leisten wollten, die opfern wollten als Kinder, aber wirklich genau in dem Alter von den Seherkindern damals. Warum ist es so schwer, diese Sühnebotschaft, diese Sühnebereitschaft heute zu vermitteln, zu predigen, Dr. Hoffmann? Da gibt es wahrscheinlich mehrere Gründe. Ich denke, ein Grund ist, dass wir die Sünde nicht mehr richtig sehen. Ich erinnere mich an die Diskussion um den Film von Mel Gibson über das Leiden Jesu, The Passion. Da wurde gesagt, manch ist das blutrünstig, ist ja furchtbar, das kann man ja nicht aushalten. Wenn man die Wissenschaftler fragt, dann sagen die, das ist genau so, wie es war. Wenn man das Turiner Grabtuch anschaut, mal offen lassend, ob das das Grabtuch Jesu ist, ich persönlich glaube das, aber das ist jetzt unerheblich. Was das Turiner Grabtuch zeigt, ist, wie das mit einem Menschen zuging, der von den Römern gegeißelt wurde, mit Dornen gekrönt wurde und gekreuzigt wurde. Das kann man auf jeden Fall daran ablesen. Das war furchtbar. Warum? Jesus hat diese furchtbaren Leiden auf sich genommen, obwohl Thomas von Aquin uns sagt, ein einziger Blutstropfen hätte schon ausgereicht für die ganze Erlösung. Hat Gott Spaß am Leiden? Natürlich nicht. Aber ein Grund ist, er will uns zeigen, wie furchtbare Konsequenzen die Sünde anrichtet. Wenn ich den Begriff von Sünde verharmlose und sage, ja, sündigen, das ist ja die Verkehrsregeln nicht beachten, ein bisschen zu schnell fahren oder mal was essen, was dann der Figur nicht gut tut und alles andere tun wir ja sowieso nicht, das sind ja nur immer die anderen, dann werde ich der furchtbaren Wirklichkeit der Sünde nicht gerecht. Umgekehrt, wenn ich verliebt bin und wenn ich einen anderen Menschen zutiefst liebe und der meine Liebe zurückweist, dann kann ich ahnen, wie weh das tut. Und wenn Gott uns so liebt, dass er seinen eigenen Sohn für uns ans Kreuz gibt, um uns zu zeigen, was er bereit ist zu tun, um uns zu retten, und ich diese Liebe zurückweise, dann hat das schlimme Konsequenzen. Dann ist das eben nicht einfach nur so eine Kleinigkeit. Und Sühne heißt, ich darf teilnehmen am Wiedergutmachen dieser abgelehnten Liebe. Ich mag dich leiden heißt, ich habe dich so gern, dass ich bereit bin, für dich Dinge zu tun, die mich was kosten. Und welche Wege ich dann wähle, da gibt es viele Unterschiede. Die heilige Theresia von Lisieux sagt, wenn ich entsprechend Liebe hineinlege und nur eine Stecknadel vom Boden aufhebe mit der entsprechenden Liebe, ist das genauso viel wert wie ein Martyrium. Da sieht man mal, dass man sozusagen die konkrete Art und Weise der Sühne durchaus, dass die unterschiedliche Facetten haben kann. Und was für den einen ein Weg ist, den er wählt oder sie, muss jetzt nicht für den anderen genau derselbe Weg sein. Entscheidend ist aber, dass ich verstehe, wir haben von Gott durch die Taufe, das ist das gemeinsame Priestertum, an dem wir Anteil haben, wir haben die Möglichkeit, mitzuhelfen, abgelehnte Liebe, Hass, Verbrechen wieder aufzuarbeiten, das ein Stück in Ordnung zu bringen. Und was ich dann konkret tue, das kann sehr unterschiedlich sein. Aber wenn ich die Wirklichkeit der Sünde nicht verstehe, werde ich auch nicht begreifen, warum ich mich da so einsetzen soll. Jetzt haben wir hier, Dr. Blumenberg, heute Abend einen vollbesetzten Kinosaal. Kirche Not Deutschland engagiert sich ja gerade auch besonders in der Medienfrage mit eigenem Fernsehstudio in München und vielen Kanälen, auf denen immer wieder, ich sag mal, neu evangelisiert wird, auch sehr stark. Was muss denn die Mediengesellschaft, was müssen wir als Kirche heute tun, um überhaupt an die neue Generation, an die junge Generation zu kommen? Die gehen zwar noch ins Kino, aber ich sage mal, so richtig normales Fernsehen ist da gar nicht mehr. Der wird eher online konsumiert. Was müssen wir als Kirche, als Gläubige tun, um vor allem eben als Kirche, um die jungen Generationen zu erreichen? Ja, Sie haben völlig recht. Das Fernsehverhalten, das hat sich geändert. Also unsere Fernsehsendungen von Kirche in Not, die werden zwar schon sehr viel gesehen, das merke ich auch immer wieder an vielen Reaktionen und auch unseren DVD-Bestellungen, da kommen wir manchmal auch gar nicht hinterher. Aber es sind dann doch eher die Älteren, die noch
Fernseh schauen, die Jungen, die schauen einfach nicht mehr. Und selbst wenn man sich auf Facebook einlässt, dann ist das auch wieder irgendwann mal veraltet, dann muss es Snapchat sein und dann irgendwann mal muss es Instagram sein. Man kommt eigentlich nicht mehr so richtig hinterher. Deswegen, also wenn man wirklich evangelisieren will, dann kann man eigentlich nicht unbedingt nur durch die Medien kommen. Es muss, Pater Karl Wallner war neulich mal bei uns im Fernsehstudio, hat eine Spirit-Sendung mit uns gemacht und der hat da was Interessantes eben gesagt. Und zwar eben die Jugendlichen werden durch die Jugendlichen angefeuert und inspiriert. Und oft machen die Erwachsenen den Fehler bei Kommunionvorbereitungen, bei Firmenvorbereitungen, dass die also einen Kurs geben und dann sind da die meisten gar nicht so interessiert und am Schluss bleiben vielleicht noch drei übrig. Und als Reaktion sagt man dann drauf, naja, die Jugendlichen, die haben halt kein Interesse. Und er sagt, das ist ein gewaltiger Fehler.